Hallo, ich bin Lukas, 37 aus Bochum und ich fühle mich wie Albert Einstein. Alle um mich herum sind sehr viel dümmer. Gut, als Einstein 37 war, veröffentlichte er sein Werk über die allgemeine Relativitätstheorie, von der ich nichts verstehe, und in Europa tobte der Erste Weltkrieg. Aber wer will da kleinlich sein? Vermutlich seid ihr in den letzten Tagen im Internet auch auf diese Videos gestoßen, in denen junge Menschen sehr, sehr dumme Vergleiche ziehen. Beweisstück 1. Eine Elfjährige, die auf einer Demonstration der sogenannten Querdenker in Karlsruhe vorliest, dass die Geburtstagsfeier mit ihren FreundInnen dieses Jahr ganz anders gewesen sei als in den Jahren davor. Wir mussten die ganze Zeit leise sein, weil wir sonst vielleicht von unseren Nachbarn verpetzt worden wären. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie mucksmäuschenstill sein mussten, um nicht erwischt zu werden. Diese Aussage ist so dumm, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Viele KommentatorInnen im Internet beschränken sich deshalb zunächst mal auf den Hinweis, dass Anne Frank niemals auf einer Bühne, auf einer Demonstration, die angemeldet und unter Polizeischutz stattfand, hätte in ein Mikrofon sprechen können, weil, nun ja, sie ihr Versteck nicht verlassen durfte. Außerdem gab es gar keine Demonstrationen, zumindest keine, auf denen man die Regierung hätte kritisieren können. Dieser Vergleich ist so dumm, dass selbst Oliver Pocher, der sich sonst nicht zu schade ist, im vollen Blackface-Ornat vor die Kamera zu treten, der Kragen geplatzt ist. Und dass du einen Anne-Frank-Vergleich ranziehst, ist so ziemlich das Unangenehmste und Lächerlichste, was deine Eltern dir je geschrieben haben. Der Vergleich ist aber auch gefährlich, weil er die Verbrechen des Nationalsozialismus, insbesondere den Antisemitismus, relativiert. Wenn das hier gerade eine Diktatur ist, dann kann die echte Diktatur ja so schlimm auch nicht gewesen sein, was? Die Bildungsstätte Anne Frank sah sich deshalb gezwungen, auf Social Media nochmal zu erklären, warum der Vergleich mit ihrer Namensgeberin revisionistisch ist. Während man behauptet, nichts mit dem deutschen Faschismus zu tun zu haben, zeugt die respektlose, höhnische Aneignung von einer Gefühllosigkeit gegenüber den Opfern, die vor allem eins deutlich zeigt: dass man aus der Geschichte rein gar nichts gelernt hat. Beweisstück 2: Eine 22-Jährige auf einer Querdenker-Demo in Hannover. Sie vergleicht sich mit jemand anderem. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Das Bemerkenswerteste an diesem Video ist ja gar nicht der himmelschreiend blöde Vergleich, den diese verwöhnte Kuh hier zieht, oder die Reaktion des Publikums, das an einem Samstagnachmittag ganz entspannt in einer vor 70 Jahren wieder aufgebauten Fußgängerzone stehen und unter Polizeischutz gegen die Diktatur demonstrieren kann, also anders als die Menschen in Hongkong oder Minsk in diesem Jahr zum Beispiel. Das Bemerkenswerteste ist eigentlich der Ordner, dem es an dieser Stelle zu bunt wird. Und die beleidigte Reaktion der Troller, die man gerne mal erleben würde, wenn man ihr Unireferat kritisiert. Später am Abend hat sie sich dann doch nochmal auf die Bühne getraut und sich wieder mit der Widerstandskämpferin verglichen, die mit einer Guillotine enthauptet worden war, bevor sie überhaupt 22 werden konnte. Die letzte verbliebene Schwester von Sophie und Hans Scholl ist übrigens erst im Februar dieses Jahres, 2020, gestorben. Einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag. So blieb ihr wenigstens erspart, diesen Mist mitzubekommen. Und heute ist schon meine neunte Rede auf Demos. Und ich melde jetzt auch seit gestern selber Versammlungen an. Ja. Und gehöre auch zu Studenten stehen auf der Initiative. Moment. Ihr vergleicht euch mit Opfern des Nationalsozialismus und nennt eure Bewegung und die dazugehörige Telegram-Gruppe Studenten stehen auf? Okay. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Videos überhaupt nochmal zeigen soll. Das von der Elfjährigen habe ich trotz längerer Suche nicht mehr im Original gefunden. Und das ist auch gut so. Denn wenn man Kinder schon in die Öffentlichkeit zerrt, sollte wenigstens ein Krokodil daneben stehen. Die 22-Jährige hier gerade hat es schon in namhafte Cartoons geschafft und sie ist zum trendenden Hashtag bei Twitter geworden. Da freut sich sicher auch der Oberbürgermeister ihrer nordhessischen Heimatgemeinde, weil seine Stadt mal wegen einer dummdreisten Einwohnerin ausgelacht wird und nicht wie sonst wegen ihres ICE-Bahnhofs, der klingt wie die Erektion eines deutschen Kaisers. Die Frage ist das klug? Auch wenn das Mädchen und die junge Frau aus den Videos sich das vielleicht anders vorgestellt hatten, sind sie jetzt erstmal berühmt. In einem Zeitalter, wo es um Klicks und Likes geht, nicht das Schlechteste.
Man kann vermutlich eine direkte Linie ziehen von Castingshows, in denen hoffnungsvolle HobbymusikerInnen gesagt bekommen, dass sie die nächste Mariah Carey werden könnten, hin zu jungen Menschen, die mit genau diesen Castingshows aufgewachsen sind und sich jetzt für Germany's Next Top Victim halten. Von Reality-Show-Richtern wie Dieter Bohlen und Simon Cowell, die zur Schadenfreude des Publikums KandidatInnen beleidigen, hin zu jemandem wie Donald Trump. Als Immobilienmogul eher erfolglos machte er Reality-Show-Karriere und wurde US-Präsident. Bei der Wahl vor 4 Wochen war einer seiner unbedeutenderen Gegenkandidaten ein Musiker, dessen letztes hörbares Soloalbum 2007 erschien und der mit einer Frau verheiratet ist, deren gesamte Karriere auf einer Reality-TV-Show basiert. Kommt es im Jahr 2020 also nur noch darauf an, seine 15 Minuten Ruhm abzugreifen, egal wodurch? Naja, wenn du für dein schlecht abgelesenes, selbstgedachtes keine Rückmeldungen bekommst, weil alle Nachwuchs-Poetry-Slams wegen Corona ausfallen müssen, holst du dir deinen Applaus eben da ab, wo noch Menschen sind. Auf Demos gegen die Corona-Maßnahmen in der Fußgängerzone. Und wenn die nächste Laola-Schlagerparty in Oberhausen noch in den Sternen stehen, die deinen Namen tragen, holst du dir deine Instant Gratification eben im Telegram-Kanal mit 100.000 AbonnentInnen. Neben digitalem Applaus gibt es natürlich auch digitalen Widerspruch, der schon mal in digitalen Hass umschlagen kann. Und den verpackt ein Schlagersänger, der sich seit seiner Laufbahn an Hohn und Spott hochgezogen hat, die er für Neid und Missgunst hielt, vielleicht ein bisschen besser als Menschen, die 22 oder 11 sind. Wobei ich mir selbst bei Michael Wendler nicht ganz sicher bin, ob die Weltöffentlichkeit hier nicht eines langen Tagesreise in die Nacht beiwohnt, die besser im engsten Familienkreis stattfände. Also dem kleinen Teil der Familie, mit dem der Wendler noch spricht. Deppen gibt es überall. Auf jeder Friedensdemo und jedem Kirchentag trieben sie sich schon in den 1980er Jahren herum. Und glaubt mir, ich war auf vielen davon. Neu ist, dass diese Einzelschreibtischtäter plötzlich deutschlandweit berühmt werden. So findet der Neonazi aus Sachsen im Impfgegner von der Schwäbischen Alb einen Verbündeten und gemeinsam mit ein paar tausend anderen, die latent unzufrieden sind, halten sie sich plötzlich für eine Massenbewegung, wozu sowohl die sozialen als auch die traditionellen Medien fleißig beitragen, indem sie über die armseligen Aufzüge der Querhaltensgestörten berichten. Stop making stupid people famous! Dass alles und jeder mit dem Nationalsozialismus verglichen wird, ist kein neues Phänomen. Im Februar 2008 habe ich bei mir im Blog eine Liste veröffentlicht, auf der die bekanntesten Nazi-Vergleiche von 1979 bis zur Gegenwart stehen. Sie war damals sicherlich unvollständig und wäre heute, knapp 13 Jahre später, vermutlich sehr viel länger. Und es ist ja irgendwie ein Dilemma. Weil die Zeit des Nationalsozialismus und die Verbrechen, die die Deutschen damals begangen haben, so furchtbar und so beispiellos sind, nehmen sie einen großen Teil des Schulunterrichts ein. In Geschichte, Deutsch und Religion. Weil Geschichte aber nur ein Nebenfach ist, das man in der Oberstufe sogar abwählen konnte, bleibt nicht mehr viel Zeit für andere Themen und Epochen. Ich habe zum Beispiel in der Schule absolut nichts über die deutsche Kolonialgeschichte gelernt und ich habe genau am Wochenende erfahren, dass in den 1950er Jahren rund 2500 Kinder, die aus Verbindungen deutscher Frauen und afroamerikanischer Soldaten hervorgegangen waren, zur Adoption durch schwarze Familien in die USA verschifft wurden. Wenn also außer Hitler nichts hängen geblieben ist aus der Schulzeit, wird munter alles und jeder, vom Zirkus Roncalli bis George W. Bush, von Abtreibungen bis zur Pflicht, Masken zu tragen, um sich und andere zu schützen, mit der NS-Zeit verglichen oder gleichgesetzt. Dabei gilt, nicht alles, was hinkt, ist Josef Goebbels. Dabei gäbe es, auch in der jüngeren Geschichte, durchaus Vergleiche, die einen Tacken passender sind. Da ist zum Beispiel die Familie Pielhaar aus Österreich, deren Tochter Olivia 1995 im Alter von 6 Jahren an einem bösartigen Nierentumor erkrankte. Ihre Heilungschancen standen bei 95%, aber ihre Eltern waren Anhänger der germanischen neuen Medizin, des selbsternannten Wunderheilers Rieke Gerd Hamer, der versprach, das Kind auch ohne Chemotherapie gesund zu kriegen. Olivias Eltern flüchteten mit ihr, kehrten nach längeren Verhandlungen nach Österreich zurück, wo ihre Tochter gerade noch so erfolgreich behandelt werden konnte. Sie selbst wurden 1997 wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 8 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Dieser Rieke Gerd Hamer ist sowieso ein Name, den man sich merken sollte, wenn man die Querdenker denn mit irgendwem vergleichen möchte. Er war völkisch-esoterisch unterwegs, strammer Antisemit, Reichsbürger und hielt sowohl AIDS als auch die Schweinegrippe für Erfindungen bzw. Verschwörungen. Ich bin mir sicher, Hamer wäre auch 2020 bei Querdenken ganz vorne mit dabei, wenn er nicht vor 3 Jahren an einem Schlaganfall gestorben wäre. Oder wahrscheinlich von Thors Hammer getroffen. Als Reichsbürger wäre ich übrigens besonders vorsichtig im Umgang mit Viren.
Historiker gehen nämlich davon aus, dass 1918 in den letzten Tagen des Kaiserreichs es ausgerechnet die Ausbreitung der spanischen Grippe war, die die angeschlagenen deutschen Truppen weiter schwächte und so die Niederlage beschleunigte. Noch ein historischer Vergleich, den man nicht in der Schule lernt. Das ist Henry Tift Gage, der 20. Gouverneur von Kalifornien. Gage war strammer Republikaner mit engen Verbindungen in die Wirtschaft, der mit Kritik und Pressefreiheit nicht so gut klarkam. In seiner Amtszeit fiel der Ausbruch der Beulenpest in San Francisco im Jahr 1900. Weil er wirtschaftliche Einbußen fürchtete, spielte Gage die Epidemie herunter, ignorierte die Warnungen von Medizinern, förderte Rassismus gegen chinesischstämmige Menschen und verbreitete Verschwörungstheorien. Seine Amtszeit endete nach nur 4 Jahren und Gage leugnete den Ausbruch der Krankheit bis zum Schluss. Und wenn du dich mit jemandem vergleichen möchtest, der unter Corona-Bedingungen Geburtstag feiern musste, und kleiner Tipp, noch ein paar Monate, dann hatten wir alle einmal das Vergnügen, dann nimm ein aktuelles Beispiel, nimm Kim Kardashian West. Die hat ihren 40. im kleinsten Kreis auf einer Privatinsel begangen, inklusive zahlreicher Gesundheitstests und 2 Wochen Isolation im Vorfeld. Bei dem Vergleich kommst du nämlich auch als wenigstens nicht ganz so blöde rüber. Brauchen wir jetzt also mehr Geschichtsunterricht? Grundsätzlich ja, aber Vorsicht. Das hier sind die 2 bekanntesten Geschichtslehrer Deutschlands und man sollte im Namen von tausenden SchülerInnen dankbar sein, dass die beiden auf die schiefe Bahn geraten sind. Apropos, Dieter Nuhr ist in Wesel geboren und in Düsseldorf aufgewachsen. Michael Wendler kommt bekanntlich aus Dienstlaken. Serdar Somuncu wuchs in Neuss auf und Hans-Georg Maaßen stammt aus Mönchengladbach. Wir sollten also auch die Frage irgendwann nochmal wissenschaftlich untersuchen, welche Langzeitfolgen es eigentlich hat, wenn die eigenen Eltern am Frühstückstisch die Rheinische Post lesen. Solange hätte ich noch ein paar Tipps für die paranoiden Druiden, sozusagen Querter zu Pflugscharen. Ihr wollt gegen echte Regimes protestieren? Schmeißt Soli-Demos für die Opposition in Belarus, Hongkong, Russland, sogar Ungarn. Ihr wollt ein Zeichen setzen für körperliche Selbstbestimmung? Unterstützt die Demonstration gegen das geplante rigorose Abtreibungsverbot in Polen und geht nicht zusammen mit den Idioten vom Marsch für das Leben auf die Straße. Ihr habt Angst um eure Freiheitsrechte? Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist immer noch nicht endgültig vom Tisch. Ihr wollt wirklich was gegen Faschismus tun? Fordert eine ordentliche Aufarbeitung der NSU-Morde und der vielen weiteren rechtsextremen Verbrechen in Deutschland. Ihr könnt für einen Moment mal nicht nur an euch selber denken, sondern ein bisschen Empathie zeigen? Dann unterschreibt eine Petition zur Aufnahme der Menschen aus dem Geflüchtetenlager Moria. Und ihr seid gegen Nazis? Dann haltet mehr als 1,5 Meter Abstand, demonstriert nicht mit ihnen zusammen und beleidigt nicht das Andenken ihrer Opfer, indem ihr euch mit ihnen vergleicht. Noch eine kleine persönliche Anmerkung zum Schluss. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass meine Oma ihren 11. Geburtstag, zumindest aber die Zeit drumherum, im Keller eines Berliner Vororts verbracht hat, weil wieder mal Fliegeralarm war. Meine Oma und ihre jüngeren Schwestern waren nicht der Gefahr einer Verfolgung ausgesetzt. Sie waren ganz normale deutsche Mädchen, die den Preis dafür zahlen mussten, dass ihre eigene Eltern- und Großelterngeneration einem Typen gefolgt war, der auch mal gerne kreuz und quer dachte. Haken kreuz und quer. Und selbst wenn am 3. November 1943 kein Bombenalarm war, wäre die Geburtstagsfeier wohl eher spartanisch ausgefallen. So wie vom 7. bis mindestens 13. Geburtstag meiner Oma. Aber meine Oma hätte es nie gewagt, ihre Entbehrung einer Zeit, wo die guten Tage beschissener waren als die schlechtesten Tage in meinem ganzen Leben, mit dem Leid der Opfer des Nationalsozialismus gleichzusetzen. Und wenn sie heute noch leben würde, sie wäre entsetzt über dieses 11-jährige Mädchen und seine Eltern.